So, und für die nächste Aufgabe brauchst du eine Spiegelachse. Ich habe hier eine Spiegelachse. Und du brauchst ein Telefon zum Fotos machen. So, suche jetzt etwas, das symmetrisch ist. Lege die Spiegelachse hin und mache ein Foto. Ich zeige dir mal ein paar Beispiele. Jetzt bist du dran. Mache bitte mindestens 3 Fotos von symmetrischen Dingen mit Spiegelachse.